Hey Leute, willkommen an diesem wunderschönen Wochenendtag, Freitag. Schauen wir mal, was heute so abgehen wird. Ich brauche nämlich neuen Content, so viel habe ich nämlich tatsächlich gar nicht mehr. Muss ich leider gestehen. Der ist bald aufgebraucht. Das heißt, wir müssen mehr streamen. Ich weiß, es gefällt euch. Dim, 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 dim. Kann ich so ein bisschen größer ziehen? Ja. So. Ja, wir gucken weiter am neuen Update. Ja, sind wir meine benannten Affen. Ich finde die auf jeden Fall immer noch sehr hübsch. Die Gelddruckmaschine. Er hat keinen Streamplan, das ist richtig. Das war aber auch nur eine Joke-Frage von Darkness. Würde sagen, bevor die Leute alle rinkommen, machen wir mal einen ganz entspannten. Ich hab mal wieder Bock auf Adora. Aber normale Adora. Ich wollte aber eigentlich auch mal, ne? Aplatzolypse. Machen wir eine Aplatzolypse. Und was das nicht absoluter Cancer ist. Na, jetzt darf ich nicht mehr sagen, jetzt ist ja verboten scheinbar. Disaplatzolypse. Ist aber schwer. Ja, voll schwer. Denn hier gibt es nämlich, wenn ich Pestzeichenaplatzolypse mal mache. Wirklich Adora? Ach, Adora ist immer so eklig. Immer so, weiß ich nicht. Na, machen wir das hier. Und der nämlich wird hier, wenn man diesen Modus spielt. Dieser Screen angebunden, den finde ich toll. Ja. Immer starke Blumenwellen und keine Pausen am Ende einer jeden Runde, wie wir das schaffen. Und dann wird gespeichert, wieder starten, sobald du spielen willst. Und ich habe schon beim letzten Mal gehört, die Runden beginnen sofort. Das heißt, man hat nicht mal Zeit, sich mehr vorzubereiten, was echt fies ist. Aber für uns natürlich kein Problem. Kein Problem. Wo ist die Fiesta-Musik? Hier ist er. Ihr kennt sie. Ja, ihr kennt's. Ihr kennt's. Aplatzolypse ziehen wir uns drin. Nebenbei werde ich einen köstlichen, frischen Apfel essen. Was Frisches. So lecker. Jetzt flext er mit meinen Wackelacklaugen, meinst du? Mach doch mal was mit Fred. Hab ich doch schon mal. Ich glaube vor 6 Jahren oder vor 5 Jahren haben wir BT5 zusammengespielt. Na, schwierig. Na, wir werden erstmal hier was hinmachen. Ich höre gar keine DJ-Musik. Da ist meine DJ-Power. Wie heißt der Basis-Affe? Eine gute Frage. So. 2 Smileys hat er. Kannst du mal wieder ein Facecam-Video? Was? Essen? Angucken? Gut, dann haben wir schon mal ein U-Boot. Schon okay. Das machen kann danach. Warum? Dann würde ich ja sehen, wie ich Apfel esse. Ist doch ungeil, oder? So. Der kann noch keine Tarns sehen, die werden aber gleich kommen. Ja, Platz ist einfach nur eklig. Bekomme ich auch einen Apfel? Ne, ich habe tatsächlich auch nur noch einen. Tut mir leid. Er kriegt keinen mehr. Das ist meiner. Ich würde tatsächlich noch einen Ninja-Affen hinsetzen wollen.
bevor ich hier gleich die U-Boote ausbaue. Ich hasse diese Map, ich auch. Ekelhaft. Sag ich den Max. Sag ich den Tavis. Hey King, Fabi, Tachchen. Es geht ab. Die Frage ist, bei welchem machen wir Plutonium-Reaktor zuerst? Bei dem hier, oder? Ist der Stein aber halt immer noch im Weg, aber es macht nichts. Wir wollen Apfel genauso essen wie du, deshalb. Achso. Hey Anatula, Dachchen. Dein Zap ist ausgelaufen, hm? Kannst du den Barsaffen umbenennen? Wohin denn? Ich finde den Namen ist cool. Wenn man das Namen nennen kann. Ja, ich bin noch unsicher, was ich machen soll. Also ich würde ja tatsächlich hier erstmal ein Dings hinsetzen wollen. Plutonium-Reaktor. Kannst du ein Stück Apfel zu mir spucken, wie gerade in braunen Lage im Harz? Na Logo. Hast du bekommen? Hab jetzt auch die BT-Demo. Nice. Ich habe mir das mit Konfetti-Pops gekauft. Mega geil. Ja, wollte ich auch noch machen. Das sah auch wirklich gut aus. Gefiel mir auch. Flavius neben mir besucht mich gerade. Mhm. Hi. Dachchen Spandau. Wen Darkian Apfel verspeist, dann ist das weltbewegend. Drei Rechtschreibfehler. Wollte ich nur so anmerken. Wusstest du, dass wenn auf der neuen Map ein paar Runden spielt, dann erscheinen auf den Lotusblüten Perlen, die ein kleines Blüten auslösen? Nein! Wirklich? Krass! Müssen wir dann nochmal spielen. Cool. Den Zauber von Harry Potter? Ne, langweilig. Haben wir gestern schon drüber gesprochen. Ist mir zu öde. Öde. Machst du heute noch das Race? Habe ich vorhin schon gemacht. Ich habe 4 oder 5 Versuche gebraucht, weil ich einfach ein verdammter Noob bin. Manchmal bin ich einfach nur kacke und blöd, ey. Ab 10 Minuten 30 Millisekunden so gebraucht. Schlecht. Welchen Namen findest du am besten? Na, meinen natürlich. Oder meinst du von den gegebenen Affennamen? Die Musik ist geil. Was habe ich verpasst? Oh, ganz schön viel. Uiuiui, was du verpasst hast. Mann, Mann, Mann. Quincy, können Sie bitte explodieren? So eine bescheuerte, verkackte, dreckige... So Mission. Kann das dazu echt nicht mehr sagen, außer das. Ne, Helden kann man nicht umbenennen. Nur normale Affen. Und dann auch nur den allerersten. Den man gesetzt hat. Mag das Race nicht, werde höchstwahrscheinlich wieder eine Taktik von irgendwem abgucken. Naja, an sich ist es einfach. Du hast U-Boote zur Verfügung und das war's. Ich habe unten links, ich kann es euch ja gleich mal kurz. Ja, ihr kennt ja die Map und da gibt es ja unten links so ein.
naja, fast vollmondartigen Kreis. Und da habe ich einfach Brickle hingesetzt. Und darum nur U-Boote, die auf 204. Ganz am Anfang habe ich ein 402 U-Boot gesetzt. Und da habe ich die Dinge einfach durchlaufen lassen. Jedes Mal, wenn eine schwierige Mission kam, habe ich die Fähigkeit von Brickle genutzt. Und dann hat er mit dem Discord-Server geschrieben, sobald man Ground Zero hat, kann man Runde 50 bis 80 durchklicken. Na, leck Arsch. Yeah. Hab ich gemacht. Das war der erste Ground Zero, hat die Hälfte wahrscheinlich gekillt. Und dann kamen 50 Milliarden weitere Herzen. Und was auch immer. Ja, aber leider nicht so geil gewesen. Habe ich viel Versuch gebraucht. Ich finde es aus dem neuen Shop echt cool. Hat schon was. Ja, Platylops ist aber echt super ekelhaft. Finde ich einfach nur. Hauptsache ich krieg die Kackmedaillen. Da sind mir Continuous ziemlich egal, muss ich gestehen. Phantomias, hallöchen! Heißt das so immer noch Atombombe? Ja, da ist es. Da ist die Atombombe. Nur noch den Zauberer Megumin aus Konosuba. Dafür müsste ich das erstmal kennen. Ist mir gänzlich unbekannt. Ich war gerade voll geschockt, dass die Blut so groß ist, dass ich nur mit kleinen Blut spiele. Ja. Die können manchmal einen Schock auslösen. Kann ich mit dir spielen, bitte, wenn ich Koop spiele? Musst du schnell genug sein. Na. Du darfst beim Raid die schwierigen Runden nicht mit überskippen. Das heißt, bis 62 muss warten, bis 20 erledigt ist, dann kommt die 63. Genau, über 60. 40 oder 78. Die kannst du nicht mit anderen Sprüngen spielen, das ist zu heftig. Wenn du nicht ein absoluter Pro-Player bist und absolute Defense dagegen hast. Ich hab mir gerade die Wackler gekauft, die sind voll viel zu cool, ja, ist so, oder? Also ich kann mir, ich muss gleich mal die Wackelaugen wieder ausstellen. Tatsächlich glaube ich, ich kann mir BTD6 ohne diese Wackelaugen nicht mehr vorstellen. Weil das sieht einfach sonst super langweilig aus, oder nicht? Na, schauen wir mal. Kann man nicht mit dir spielen, ja oder nein? Hat doch gerade beantwortet. Tagchen Lukas. Tagchen Gott Chaos Niklas. Es geht ab. Ein Dislike. Das ohne Doppel-S. Ja, wahrscheinlich hat gleich wieder eine gedisliked, weil ich keine Koop spiele. Ach, ist immer schwierig, ne? Moin Austria. Ist halt so, ne? Ja, alles gut. Ja, was soll das eigentlich? Ja, Schrott-Continuum. Das 203-Obot ist voll überfordert. Und zwar ein 204-Obot. Und wir eine Map auf Tim machen, gucken wir mal. Ihr müsst euch so vorstellen, bevor ich anfange zu streamen. Ich gucke auf mein Handy. Mein Handy sagt mindestens die nächsten 2 Stunden kein Termin. Denk mir so, könnte ich das aufnehmen? Nö, kein Bock. Aber ich will auch nicht rumsitzen, weil ich jetzt schon genug Streams angeschaut habe. Also, streamen wir. Easy. Entscheidung getroffen. Ja. Und da denke ich auch nicht nach, yo, ich mache jetzt das und als erstes spiele ich eine Koop-Runde und als nächstes mache ich das. Sondern ich fange das Game an und denk mir, yo, hab ich Bock. Ja. Tagchen Liam, Tagchen Sense, das ist Spontanität. Absolute Spontanität. Ich mag Züge, ich auch. Uch, warum kommen so viele Wehrmobs? Da haben die den Modus geändert? Wie kamen da sonst hier so viele, oder? Kannst du knicken, dass so viel kam? Sehr schön. Kamen noch nie im Leben so viele Wehrmobs, oder? Alter, das ist richtig übel.
Die Wackelaugen. Ich kann nicht mehr, ey. Ich bin überfordert. Komm! Kill die! Kill die Schweine! Kill diese Bloons und wir haben 60 geschafft! Ha! Gott! So ein ekelhafter Modus! Und nur ein Continuum benutzt! 63. Runde. Ekelhaft wie immer. Ich wollte was kurz ausstellen. Ich hab sogar. Na komm, wir kaufen das mal. Wir haben zwar jetzt die Wackelaugen raus, aber wir nehmen das Konfetti mal mit. Ja, probieren wir mal. Ich guck mal, ob ich mir das noch vorstellen könnte ohne. Ohne Wackelaugen. Mm-hmm.